Sieh mich an. Na los, du sollst dich umdrehen. Und, hätten Sie ihn erkannt? Genau, es ist der berühmte Torbogen aus Spiel mir das Lied vom Tod. Dieser filmhistorische Originalschauplatz im spanischen Almería ist nur eine der beeindruckenden Kulissen in Und sie kehrten niemals wieder. Die Zuschauer bei der Premiere im Landauer Kino Kuki zeigten sich am Ende des Films beeindruckt davon, was Schauspieler und Crew auf die Leinwand gebracht hatten. Die Crew, das ist Brandl Pictures aus Arnsdorf, die bereits auf eine stolze Zahl von 48 Filmen verweisen können. Bekannt geworden sind sie vor kurzem mit ihrer Historienverfilmung Matzeder. Für ihr bislang aufwendigstes Projekt holten sie sich jetzt als Produzenten die Firma Umos Production aus Straubing ins Boot. Dann galt es, einen echten Western aus dem Boden zu stampfen und das auch noch unter Zeitdruck. Ganze Dreh an sich war jetzt auf relativ wenig Drehtage gewesen, allerdings dafür ziemlich lange Drehtage halt. Also wir haben einmal angefangen in Spanien, dann haben wir in Pullman City gedreht und noch in einer Westernstadt, beziehungsweise Westernstadt von einem Freizeitpark in der Nähe von Nürnberg. Und auch diese heimischen Kulissen tragen gemeinsam mit den aufwendigen Kostümen viel zur Authentizität des Filmes bei. Sicher, hier und auch generell kann sich der Film natürlich in keinster Weise mit seinen Hollywood-Vorbildern messen. Sollte man als Zuschauer aber auch gar nicht tun. Schließlich bedeuten die ca. 10.000 Euro Produktionskosten gerade mal 0,01% des aktuell bekanntesten Westerns Django Unchained. Da die Brandls aber gewohnt sind, mit wenig Geld zu arbeiten, konnten sie ihren Produzenten relativ leicht von dem gewagten Projekt überzeugen. Ich mag zwar Western eigentlich schon gern, aber irgendwie haben wir gedacht, eigentlich ist es nicht mehr so zeitgemäß. Aber dadurch, dass mir es eigentlich relativ egal war, welches das Genre es ist, habe ich mir eigentlich da schon relativ leicht und einfach dazu überreden lassen. Was wollen Sie verdammt nochmal? Ich dachte, es geht darum. Der Film, angesiedelt in der Zeit kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, erzählt dann eine ziemlich komplexe Geschichte auf mehreren Zeitebenen, in der die Dramatik nicht zu kurz kommt. Schauspielerisch sind zwar viele Laien mit dabei, unter den Hauptrollen findet man aber auch einige Profi-Schauspieler. Auch die waren anfangs überrascht von der Idee. Good question. Habe ich gedacht, a German Western? Naja, probier mal's aus, ich bin ziemlich experimentierfreudig. Hab ich gedacht, German Western? Aber ja, genau, aber die haben German Westerns gemacht in Kroatien und Jugoslawien früher. Naja, schauen wir mal. Dass der German Western eben nicht nur in Germany, sondern auch im Ausland gedreht wurde, war für die Filmemacher wohl das größte Abenteuer. Das bereits mit der 2500 Kilometer langen Anreise nach Spanien begann. War einer von den ehrenvollen Leuten, die mit dem Bus nach Spanien reisen haben dürfen, also in so einem kleinen Bus, mit der Crew und den gesamten Requisiten. Und das war natürlich schon ein Abenteuer, in Anbetracht dessen, dass der nicht mehr so unbedingt top in Schuss war. Also der ist nicht in einem Stück nach Spanien durchgefahren und auch nicht von Spanien heim. Entgegen des Filmtitels kehrten sie aber wieder zurück und konnten nun mit den anderen Mitwirkenden das Ergebnis ihrer Arbeit begutachten. Und das in gebührendem Rahmen. Wir haben auf alle Fälle sehr froh gewesen, dass wir hier die Möglichkeit in diesem Kino hier in Landau haben, dass wir den Film spielen dürfen. Weil es ist einfach immer sehr schwierig, dass man an unserer Stelle irgendwo eine Plattform bekommt. Weil Plattformen bekommen immer die, die irgendwie bekannt sind, die schon irgendwo was vorzuweisen haben, die irgendwelche Festivals gewonnen haben. Aber es ist immer das Problem, wie man da hinkommt. Und hinkommen kann man nur, wenn man eine Plattform kriegt. Das kriegen immer die Plattform, die schon eine haben. Und ich bin mal froh, dass hier mal jemand uns eine Plattform gegeben hat. Eine weitere Plattform gibt's bereits am 30. Juni. Da kann man den Film erneut auf der großen Leinwand sehen. Diesmal im Desperado in Simbach bei Landau. Weitere Vorführungen sind in Planung. Die Cowboys werden also noch länger durch Niederbayern reiten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.